Weekend Neandertaler Talk. Entdecke das Lebensschild mit Jan und Matthias. Ja, herzlich willkommen bei der neuen Runde zum sozialen Umfeld. Und ich sage einfach mal Hallo und grüße aus der Schweiz. Hier ist Matthias. Moin aus Hamburg. Hier ist der Jan. Ja, und heute geht es um das Umfeld, besonders Arbeit und Hobbys. Genau. Warum sind wir darauf gekommen, dass wir das beleuchten? Ich kenne aus meinen Coachings ganz viele Menschen, die nur für ihre Arbeit leben und keinen Hobbyausgleich finden. Genau. Und das ist, wir haben ja mal über Sinn des Lebens gesprochen, und Berufung und solche Geschichten. Und das ist auch wichtig, denn meiner Meinung nach wird es ein bisschen im Moment überstrapaziert, dass Menschen sagen, du musst lieben, was du tust, du deine Berufung leben, und damit kannst du Geld verdienen. Ja, das ist alles richtig. Ich bin aber auch der Meinung, ich kann zum Beispiel auch, wenn meine Arbeit mir auf den Keks geht, anfangen, sie wenigstens gern zu haben, nicht zu lieben, und dann in meinem Hobby meine Berufung auszuleben. Zumindest am Anfang. Bestimmt. Ja, na klar. Also zumindest am Anfang. Vielleicht kommst du ja dann irgendwann auf die Idee und sagst, jo, dann ändere ich das. Oder du sagst, es ist alles gut für mich. Aber hier geht es darum, was für ein Umfeld hast du. Also wenn du nur im Business-Umfeld warst, ich war vor einiger Zeit auf einer Netzwerkveranstaltung und die war in einem Hotel und dann musste ich durch die Hotellobby, durch so eine kleine Bar. Und da gab es dann halt dieses typische Hotelessen, ja, Club-Sandwich und so. Und da sah ich wirklich, wie die Menschen, die beruflich unterwegs waren, da alleine an Tischen saßen, vor sich hin starrten. Ihr Club, einer ist, hört sich so an, aber einer hat wirklich so ein Club-Sandwich gegessen. Und der sah total unglücklich aus. Ja, manchmal wirken sie wie auch resigniert. Ja, oder so weg von dieser Welt. Ja. Ja, also nicht verbunden. Und das sind halt so die Dinge, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, die nur für ihre Arbeit leben, ist das ganz häufig so. Und ist ja auch ein Männerthema. Ja, viele Männer glauben ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie Familie und Kinder haben, ich muss jetzt arbeiten gehen, das Geld nach Hause bringen. Ja. Bei Frauen, alleinerziehend, ist das ja auch ein riesengroßes Thema. Also alleinerziehende Frauen in Deutschland, die arbeiten gehen, die müssen sich ja sowieso anderen Dingen auch so stellen, wie Umfeld, das sagt, ey, wie kannst denn du arbeiten gehen? Du hast ja ein Kind. Ja? Und solche Geschichten, das ist ja unfassbar. Und große Herausforderungen. Aber wenn ich dann mit den Leuten über ihre Hobbys rede, dann haben die überhaupt keine Ahnung davon und haben gar keine Vorstellung, was ihr Hobby sein kann. Das ist das eine. Oder sie blühen auf einmal auch auf, bei dem du auf einmal so ein Blitzen, ein Lebensfunken siehst und denkst du quasi, wow, was gibt dir das gerade? Das? Also du bist, hast vorne, hast irgendwie so ein, sag jetzt mal böse gesagt, so ein Steinblock von dir, der irgendwie Phrasen von sich redet, bei denen du merkst, dass die Herzverbundenheit einfach nicht mehr wirklich da. Und sobald es auf die Hobbys geht, dann merkst du auf einmal, bam. Strahlen, ja, Strahlen. Genau. So. Aber auch eben nach das Umgekehrte, nämlich also quasi Hobbys, ich habe gar keine Zeit für Hobbys. So, es geht immer darum, dass du guckst, was dein Umfeld macht, denn dein Umfeld ist immer ein Spiegel deines Lebens, genau wie Gesundheit, ja, genau wie deine Realität. Wir haben ja schon mal darüber, deine Gedanken werden zu deiner Wirklichkeit. Das heißt also, wie sieht dein Umfeld aus im Bereich Arbeit und Hobby? Klar kannst du jetzt auch noch, können wir ganz viele andere Sachen noch anführen, aber hier geht es ja um Arbeit und Hobbys. Wir wollen ja detailliert reingehen in deine Selbstreflexion. Ja. Und schau doch mal, wie ausgewogen ist denn das? Ja, und besonders, was macht dir Spaß? Also das heißt, es muss nicht unbedingt die Tätigkeit an sich sein. Ich war auch schon arbeiten, bei dem ich die Tätigkeit, naja, die war nicht inspirierend für mich, aber das Team, das wir da gehabt haben, das war dermaßen geil, dass ich einfach gesagt habe, hey, also wenn du am Ende der Arbeit bist und wir sitzen alle noch zusammen und grillen und machen und tun, und zwar nicht nur irgendwie so, ja, jetzt ist gerade ein Firmen-Event, sondern die Leute sind, selbst wenn sie nicht gearbeitet haben,
zur Firma gekommen, um einfach an der Mittagszeit da zu sein, so quasi mit den Arbeitsfreunden. Und das ist so eine Dynamik, die dann ich extrem schätze. Und dann arbeitest du auch noch was anderes. Ja, arbeitest du anders, aber das ist ein Management-Thema. Da können wir irgendwann vielleicht mal einen gesonderten Podcast drüber machen, über wie sie sollten Unternehmen sich aufstellen. Die Frage ist, wie geht's dir dabei? Und die Frage ist, hast du einen Überblick über dein Umfeld oder bist du so im Überlebensmodus und merkst das gar nicht? Weil auch hier beides ist, viele Menschen fallen immer wieder in Extreme, entweder in extremes Hobby und verlieren damit ein soziales Umfeld tatsächlich, was wichtig ist. Und viele gehen halt nur noch arbeiten und verlieren dadurch ihr soziales Umfeld. Absolut. Und das ist eine Gefahr, die mir immer wieder begegnet ist und das tut keinem gut, dem Umfeld nicht und einem selbst auch nicht. Genau. Das Spannende ist ja auch in diesem Moment auch so quasi zu merken oder wieder aufzuwachen, wo steht man dann überhaupt? Also wie du auch wieder sagst, erkenne mal, wo du stehst. Und das ist auch, was ich immer wieder gerne mache, einfach zu schauen, so quasi, okay, gut, du hast ein Problem. Wo stehst du dann genau jetzt? Was ist dein Status quo? Um einfach mal zu sehen, wohin geht mein Weg weiter? Möchte ich das so weiter anerkennen? In diesem, sag jetzt mal, Fahrwasser drin, bei dem man einfach hinzuwartet, aber nie wirklich nass wird, aber eigentlich auch nie wirklich wohl dabei ist und die Lebensenergie sinkt die ganze Zeit runter. Oder gibt es Momente, bei denen man sagen kann, ich kann da wirklich auch mich selbst verwirklichen in dem Hobby, bei dem es einfach Spaß macht, die Kids beim Fußball zu trainieren zum Beispiel? Genau. So, das sind erstmal ein paar Gedanken zu deinem Umfeld, generell. Genau. Ja. Und morgen gehen wir mal auf die Werte und die Wertigkeiten, die hinter deiner Arbeit und Hobby stehen, ein. Genau, und dann nehmen wir das Fußballspiel ein bisschen auf. Also in diesem Sinne, tschüss aus der Schweiz, nicht vergessen, weiterleiten, weiterempfehlen, Upspeak nutzen und sonst uns kontaktieren über die Shownotes-Kontakte könnt ihr finden. Okay, und ich sage tschüss aus Hamburg. Tschüss aus der Schweiz.